Im heutigen Video geht es mal um das Trinken während des Trainings oder Wettkampfs. Der eine trinkt zu wenig, der andere zu viel. Braucht man Salz dabei? Das sind alles solche Fragen, die öfters mal auftreten und hier in einem Review wirklich sehr intensiv und weitreichend auseinanderklamüsert wurde. Dementsprechend sehr interessant natürlich auch für euch und hier mal meine Zusammenfassung der ganzen Geschichte. Wenn ihr wollt, mache ich das Ganze noch ein bisschen intensiver. Ich habe sowieso vor, auf Patreon dann mal so ein Protokoll fertig zu machen. Das heißt, wenn ihr mich unterstützt, wollt auf Patreon, bekommt ihr natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr Insights bei dieser ganzen Geschichte, weil man in so einem Video natürlich nicht alles reinpacken kann, sonst dauert das wieder Stunden. Grundsätzlich gibt es ja immer zwei extreme Leute. Die einen trinken viel zu wenig, die anderen trinken viel zu viel. Die einen, die laufen eben einen Marathon oder hier einen Ironman und verlieren sogar bis zu 10% ihres Körpergewichts. Und die anderen, die laufen im Fitnessstudio rum und haben für eine halbe Stunde so eine 5-Liter-Bottle und haben dann einfach mal 10 Kilo mehr drauf. Beides kann natürlich in irgendeiner Weise nicht gesund sein und wie sich das äußert, das schauen wir uns jetzt an. Grundsätzlich ist es so, dass hier in der Grafik das sehr gut dargestellt wurde. Hier unten sieht man eben die Veränderung des Körpergewichts in Prozent und hier dann eben was passiert. Das heißt, wenn ich 2% an Körpergewicht verliere durch eben Schwitzen, Wasserverlust, dann ist es so, dass ich zum ersten Mal eben so einen Durst entwickle. Wenn ich jetzt mal einen 100 Kilo Menschen nehme und dann 2%, der verliert 2 Kilo dann hat er wahrscheinlich das erste Mal so richtig Durst. Und das führt sich natürlich dann sofort. Umso mehr Gewicht ich verliere, umso mehr Wasserverlust ich habe, umso schlimmer wird es natürlich mit meinen körperlichen Empfinden. Dann fühle ich mich natürlich erstmal unwohl. Ich bin vielleicht ein bisschen eingeschränkt in meiner Bewegung. Ich habe vielleicht, auf einmal bekomme ich irgendwie dicke Finger oder sonstige Sachen. Dann ist es so, dass ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr so da habe, wo sie eigentlich sollte. Kennt vielleicht jeder mal, wenn er mal in der Schulklasse nichts getrunken hat, bei einer längeren Arbeit oder sowas, kann das alles passieren. Dann habe ich die ersten Bewegungsprobleme beim Spazierengehen. Ich bekomme Kopfschmerzen, ganz klar. So bei hier 5% Körpergewichtsverlust ist es so, dass man dann auch schon Kopfschmerzen hat. Und das geht natürlich immer so weiter, bis ich dann irgendwann auch im Delirium liege oder eben Schmerzen habe beim Urinieren, bis dann am Ende wirklich gar nichts mehr rauskommt. Aber ich glaube, spätestens dann sollte der Letzte begriffen haben, dass er was trinken sollte. Grundsätzlich ist es aber auch immer ein Zusammenspiel zwischen Wasserhaushalt, Salz, also Natrium im Blut und dem ganzen System. Das Ganze ist von verschiedenen Faktoren immer abhängig. Wie viel schwitze ich? Habe ich dicke Kleidung an? Bin ich ein Vielschwitzer? Habe ich mich an die Hitze gewöhnt? Alle diese Sachen sind natürlich wichtig, wo ich nochmal sehr ins Detail gerne auf Patreon drauf eingehen kann. Grundsätzlich muss man aber sagen, es hängt auch von der Intensität des Sports ab. Hier hat man das Ganze mal getestet. Hier hat man Radfahrer genommen. 164 Kilometer sind die Rad gefahren. Die einen sind hier knapp 10 Stunden unterwegs gewesen, 6 Stunden und 5 Stunden. Und dann natürlich die, die fünf Stunden unterwegs waren, die waren natürlich logischerweise schneller. Und dann hat man eben gesehen, dass die, die schneller unterwegs waren, dann eben auch deutlich mehr geschwitzt haben und Flüssigkeitsverlust haben pro Stunde. Heißt einfach grundsätzlich, dass es nicht nur darauf ankommt, wie lange mache ich eine Einheit, sondern wie intensiv mache ich sie. Mache ich einen, ja Zwei-Stunden-Lauf oder Marathon, laufe ich den nur ganz locker, dann brauche ich weniger zu trinken, als wenn ich diesen Marathon eben dann mit meiner maximalen Geschwindigkeit laufe. Das muss man immer ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn man dann auch solche Tests vielleicht macht auf der Waage vor und nach dem Training. Wie war die Intensität und so weiter, das kommen wir, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Unterschiedliche Sportarten, die schwitzen natürlich auch unterschiedlich. Also hier American Football beispielsweise im Schnitt so bei 1,5 Liter pro Stunde. Klar, wenn ich dicke Klamotten an habe, einen Helm auf habe und so weiter, dann ist es natürlich so, dass ich da deutlich mehr schwitze, als wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball spiele, wo ich vielleicht mehr Stop-and-Go mache und so weiter. Im Ausdauersport grundsätzlich ist es dann auch ein bisschen mehr, so bei 1,3 Liter. Es kommt natürlich immer darauf an, wie bei den Radfahrern. Ist es auch immer eine Frage, habe ich Gegenwind? Wird dann direkt alles gekühlt durch den Gegenwind oder laufe ich nur, stehe ich auf der Stelle? Wie ist die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur? Alle diese Sachen sind natürlich auch wichtig, aber grundsätzlich kann man sich ja schon mal daran orientieren. Es gibt auch immer Extreme, was ja ganz interessant ist, sich auch mal anzugucken. Und da ist es so, dass es hier tatsächlich sogar Marathonläufer gibt oder sowas, die einfach mal so vier Liter die Stunde schwitzen. Und äh, klar, da muss man jetzt nicht sagen, das ist bei jedem von euch der Fall, aber es gibt ja Leute, die wirklich sehr viel schwitzen, was ja auch immer so ein bisschen vom Körperfettanteil auch abhängt. Von den Klamotten, die ich anhabe, sind die jetzt luftdurchlässig so ein bisschen und da muss man eben ein bisschen individuell schauen, wie sieht es bei mir aus. Grundsätzlich habe ich ja gesagt, ist das Zusammenspiel zwischen dem Natriumspiegel im Körper und dem Wasserhaushalt da natürlich wichtig. Man kann das Ganze messen am Natriumspiegel und da sieht man dann eben, wann die Menschen Probleme bekommen und wann nicht. Wenn der Natriumspiegel eben deutlich niedriger ist, dann gibt es eben sehr oft Probleme, wie eben Kopfschmerzen, also einige Sachen, die wir dann oben schon gesehen haben. Und. Da muss man eben dann ein bisschen schauen, dass man da auch nicht zu viel trinkt. Denn wenn ich zu viel Wasser zum Beispiel zu mir führe, und das Wasser ist jetzt auch nicht gerade zugesetzt mit Salz oder ähnlichem, kann es natürlich sein, dass ich dann alles ausschwemme und dann die Leute, die hier eben zu viel getrunken haben, also drei, sechs oder sogar neun Kilogramm an Gewicht dazu gewonnen haben, dass die eben dann deutlich geringere Natriumspiegel haben und dann eben Probleme haben, wie eben Kopfschmerzen oder andere Sachen, die hier festgestellt worden sind. Der normale Natriumspiegel, der ist hier eben zwischen 135 und 145 in Ruhe und da ist es so, dass die meisten eben so in dieser Range auch drin bleiben, also kein Problem. Einige sind sogar ein bisschen drüber, wenn sie dann eben Körpergewicht verlieren, dann Konzentriert sich das natürlich alles so ein bisschen im Blut, aber wenn es zu viel getrunken wird oder so, dann ist natürlich auch nicht geil. Also beides ist natürlich problematisch und da sollte man eben darauf achten, dass man dann eben so seinen Mittelwert findet. So, welchen Effekt hat denn Dehydration überhaupt? Also zu wenig trinken. Wenn ich eben 2 bis 4 Prozent an Körpergewicht verliere, dann ist es so, dass es so langsam auch die Performance dann beeinträchtigt. Ich kann nicht mehr die Leistung bringen. Ja, merken viele eben auch beim Marathon, so ab Kilometer 30, wenn man dann auch noch zu wenig getrunken hat, dann tut der Rücken weh. Da ist natürlich auch das ganze Wasser dann aus deinen Gelenken raus und solche Sachen. Die Gelenke tun weh. Und du hast natürlich Muskelprobleme, Muskelkrämpfe. Das tritt natürlich dann alles aus, auf, wenn du dann eben dein Gewicht äh, zu sehr runterdrückst. Hier aus den Studien wird eben auch ganz, ähm, also aus verschiedenen Studien wird ganz klar, umso mehr Wasserverlust ich habe, umso mehr mindert natürlich auch die Performance. Da sollte man wirklich achten, wenn man Hochleistungssport macht und eben auch den Marathon gut laufen will, dass man dann sehr gut hydriert bleibt und da eben nicht an Körpergewicht verliert. Kann man ja auch mal testen, wenn man so einen Testmarathon macht oder so und äh, jetzt einfach wieder nach Hause kommt. Habe ich dann unterwegs vielleicht genug getrunken. Ich mache es meistens so, dass ich hier 5 oder 10 Kilometer Runden habe. Eigenverpflegung hier zu Hause. Und dann kann man eben trinken. Hat natürlich genau trinken dann abgemessen und kann danach nochmal auf die Waage gehen und gucken, ob da noch was fehlte oder nicht. So, also grundsätzlich kann aber auch schon sein, dass man eben bei einigen Sportarten bei 1 bis 1,8 Prozent schon negative Effekte hat. Liegt natürlich auch dran beim Fahrradfahren, beispielsweise, dass ich dann weniger Gewicht auf die Pedale bringen kann, weil man ja auch immer Watt pro Kilogramm rechnet. Also da muss man eben ein bisschen gucken, von welcher Sportart hängt es ab. Beim Laufen kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich da mal 1 bis 2 Prozent weniger wiege, dann ist es natürlich auch so, dass das Laufen leichter fällt. Wenn mir da einfach mal so 1-2 Kilo auch fehlen, ist es natürlich auch so, dass das Laufen leichter vonstatten geht, weil ich weniger Gewicht immer wieder nach oben bewegen muss. So, dann gibt es hier noch einige andere S Sachen, die wichtig sind, wie zum Beispiel, ähm, dass man hier eben auch bei Hitze sehr aufpassen muss, gerade natürlich, wenn man eventuell irgendwo jetzt mal auf Mallorca ist oder so, da hatte ich das auch schon festgestellt. Man kommt von Deutschland, wo es irgendwie nur 10, 15, 20 Grad ist, geht dann in die Hitze rein, hat vielleicht im Flugzeug nicht genug getrunken. Das hatte ich tatsächlich auch mal. Und dann äh, ja mussten wir erstmal mit dem Auto dann zu unserer Ferienwohnung fahren und, und so weiter und so fort. Und bin dann rausgegangen, laufen. Dann hatte ich auch erstmal so einen Hitzschlag. Und äh, mein Puls war dann die ganze Zeit bei 180. Selbst im Liegen ist er nicht runtergegangen. Also da muss man dann eben sehr vorsichtig sein, dass man nicht von Höchstchen auf Stöckchen dann eben auch. In der Hitze äh, direkt irgendwie loslegt. Dann natürlich kann es auch sein, dass wenn ihr zu sehr dehydriert, äh, dass dann eure Nieren nicht mehr ordentlich äh, funktionieren, beziehungsweise die erstmal wieder ein paar Tage auch brauchen. Das kann da auch zu führen, dass man eben ein paar Tage danach das Ganze bei Urinproben oder sowas nachmessen äh, könnte. Für die meisten wahrscheinlich sowieso nicht interessant. Aber habt das meinem Kopf, dass eben auch nicht nur Blutparameter, sondern auch Urin oder so sich immer verändern kann, wenn ihr die Tage davor auch intensiven Sport gemacht habt. So, Overhydration, also zu viel trinken, auch ein Problem. Genau, weil natürlich man damit seinen Salzhaushalt durcheinander bringt, beziehungsweise das Ganze eben dann zu sehr verwässert, in Anführungsstrichen. Und ja, Salz, Natrium ist eben auch für Muskelfunktion, Nerven und so weiter eben nötig und dementsprechend ist es so, dass das Ganze auch negativ sein kann. Also auch zu viel trinken, reinquetschen, obwohl man vielleicht schon voll ist, ist da eben überhaupt gar keine gute Idee. Aber das Ganze kann man hier eben auch noch ähm, an verschiedenen Sachen festmachen. Das heißt, es hängt immer auch an den Umständen ab, wo ich das mache, wie ich das mache. Was habe ich auch natürlich die Tage vorher gegessen, habe ich jetzt vorher Salzstangen gegessen habe ich kohlenhydrate gegessen was natürlich auch wieder wasser zieht viele haben dann das problem wenn sie vorher wenig kohlenhydrate gegessen haben und dann auf einmal wieder kohlenhydrate reinhauen dass man dann eben auch solche sachen merkt wie muskelkrämpfe und solche sachen weil, weil man natürlich da wieder seinen wasserhaushalt durch die äh, durcheinander bringt gerade eben durch die kohlenhydrate so, hier gibt es sogar einen 21 Jahre alten Mann, der wirklich aggressiv sich das Wasser reingekippt hat und einfach mal 5 Kilo mehr drauf hatte, während einer äh, während einer Übung. Und da natürlich auch Probleme hatte. Und äh, das Ganze zeigt sich dann auch nicht nur direkt im Wettkampf oder so, sondern eben auch mal später oder am nächsten Tag. Also da müsste dann eben so ein bisschen drauf aufpassen. Der hatte dann nur noch einen Natriumhaushalt äh, von 122 Millimol pro Liter. Ähm... Dann ist es so, dass man eben, ja, hier verschiedene Faktoren noch hat, die man sich angucken kann. Wie gesagt, das werde ich eventuell auf Discord, ach, nicht auf Discord, auf Patreon dann nochmal etwas genauer zusammenfassen. Und dann gibt es auch einige, die, die machen das wirklich zum Extrem. Also, da sieht man auch an vielen Menschen, die ja, nicht gut schwitzen können, die vielleicht nicht hitzeadaptiert sind und wie hier zum Beispiel, wenn ihr immer seht, dass ihr Salz an euren Klamotten habt, dann wisst ihr eigentlich, dass ihr sehr viel Salz auch ausschwitzt und dann ist das so ein bisschen Indikator dafür, dass ihr eben viel Schwitzer seid, die eben auch sehr viel Salz ausschwitzen. Da kann man eben so ein bisschen darauf achten, wie sieht die Kleidung aus, wie sieht es getrocknet aus, sind da Salzränder und solche Sachen, ist immer ein sehr guter Indikator. Es ist so, dass beim Ironman-Triathleten hier beispielsweise äh, der 1,5 Liter pro Stunde ausgeschwitzt hat im Durchschnitt, dass der 36 Gramm eben Natriumchlorid eben ausgeschwitzt hat innerhalb von 12 Stunden. Und da kann man mal so ein bisschen runterrechnen. Da ist man so bei 2 bis 3 Gramm Salz eben in der Stunde. Und da muss man dann eben gucken, äh, kann man eventuell dann eben mit ins Getränk reinmachen oder achtet eben so ein bisschen mehr drauf, wenn man was isst. Klar, Hormone spielen auch eine Rolle, ist ein ganz interessantes Kapitel über die Hormone, die dann eben Auswirkungen haben auf den Wasserhaushalt, wann die angeregt werden. Und grundsätzlich gibt es dann eben auch so eine Grenze, ab wann man vielleicht zu viel trinkt oder zu wenig trinkt. Man sollte sich laut der Empfehlung hier so zwischen 400 und 800 Milliliter Wasser eben pro Stunde bewegen. Damit man eben den Körper nicht ausschwemmt, überschwemmt und nicht zu wenig trinkt. Also das wäre so eine Range, wo man erstmal so ein bisschen ausprobieren sollte. Klar, dann habt ihr immer noch ein bisschen Wasserverlust, aber über zwei, drei Stunden würde das nicht so viel ausmachen. Ihr könntet immer noch euren Körper eben dann in Topleistung halten. Ist aber wie gesagt auch individuell. So, dann ist es so, dass die Frage jetzt ist: Sollte ich Salz konsumieren? Sollte ich Salztabletten nehmen oder nicht? Da gibt es hier jetzt anscheinend ähm, eine interessante Sache, dass man eben sagt, da gibt es gar nicht so viele Studien zu, die das in irgendeiner Weise belegen könnten. Und der Effekt sei eher nur marginal. Wobei man natürlich dann auch, und das hätte ich vielleicht dann auch, wenn euch das interessiert, auf Patreon vor, dass man da nochmal genauer hinschaut, welche... Sachen wurden denn in der Studie benutzt, haben sie nur Natrium bekommen, haben sie Salz bekommen, was haben sie bekommen? Ein Supplement mit verschiedenen Dingen, wo man dann auch äh, Chlorid oder so mit drin hat. Also da können wir noch mal ins Detail gehen, was man da genau machen kann oder supplementieren kann. Ja. Und dann gibt es ja die Empfehlung, trinkt einfach nur bis ihr oder wenn ihr durstig seid und so weiter. Das ist eben auch so eine Sache, die nicht ganz so stimmig ist, gerade wenn ich Sport treibe. Wenn ich einen normalen Alltag habe, hier sitze, dann stimmt die Regel schon, ich sollte trinken, wann ich Durst habe. Wenn ich aber Sport mache, ist das nicht mehr ganz so richtig. Denn es kann so sein, dass durch den Sport natürlich ähm, der, ja, des, das Durstempfinden beeinflusst wird. Sowohl durch die Hormone oben als auch natürlich durch Nerven und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist das sehr schwierig. Gibt es ein komplettes Artikel noch, einen kompletten... Ähm, Kapitel hier nochmal drüber, den man sich da nochmal detailliert durchlesen kann. Also grundsätzlich das Ganze, was ich euch erzählt habe, hier nochmal aufgelistet. Wenn ich also ähm, zu, zu, zu lange Sport mache, dabei zu viel trinke, kann es sein, dass ich dann eben auch Körpergewicht dazu gewinne. Äh, ich muss gucken, dass ich nicht zu viel, nicht zu wenig trinke. Da geht man eben bis. Also von den 400 bis 800 Millilitern geht man eben dahin. Da muss ich gucken, wie viel schwitze ich pro Stunde. Das sollte man mal gucken. Dann sollte ich auch gucken, eben Salzränder und solche Sachen. Ja, es gibt auch mittlerweile Firmen, die messen den Salzverlust. Aber wenn es eben diese Studien auch nicht gibt, die sagen, okay, du kannst es jetzt ordentlich re also, äh, wieder reinbekommen, ist das Ganze natürlich schwierig. Urin Natürlich eine sehr wichtige Sache. Kann man dann eben auch mal gucken, ist der Urin noch klar, wenn ich das erste Mal wieder pinkeln gehe oder das zweite, dritte Mal. Da weiß man natürlich auch so ein bisschen, hat man jetzt genug getrunken. Muss man natürlich gucken, der Urin kann natürlich auch gelb oder verfärbt sein durch die Anstrengung und dadurch, dass der Körper natürlich dann eben Abfallstoffe äh, ausscheiden möchte. Ja, und dann nicht zu viel, nicht zu wenig Salz. Klar, das also muss alles irgendwie in der Mitte sein. Grundsätzlich gibt es dann hier unten. Verschiedene Empfehlungen, die da draußen so kursieren. Also trinke erst, wenn du durstig bist. Äh, das ist eher beim Sport oder Leistungssport dann auch nicht zu empfehlen. Klar, du kannst dann verhindern, dass du äh, dehydrierst und so weiter. Aber es ist eben so, dass das Ganze dann eventuell sogar schon zu spät ist und dass man da vielleicht ein bisschen planmäßiger dran gehen soll. Das zweite geht so ein bisschen einher mit dem ersten Punkt. Der dritte wäre dann eben genau das, was ich auch empfehlen würde individualisiert eben das Trinken gerade im Wettkampf planen, dass man da eben dann auch sich das Ganze wirklich mal vorher in äh, anderen Wettkämpfen oder in Trainings aufschreibt, wie viel wiege ich, wie viel habe ich verloren und so weiter. Da werde ich meine Liste fertig machen, die ich auf Patreon bereitstelle. Die ganzen anderen Sachen hier unten, die stehen, die sind nicht zu empfehlen, also nicht einfach völlig reinknallen das Wasser. Völliger Blödsinn. Also nicht einfach mit einer 5-Liter-Bottle dann eh laufen gehen. Aber eben auch nicht nichts trinken, das ist auch nicht gut. Also wenn man eben mehrere Stunden dann auch Training macht oder Marathon macht, ohne was zu trinken, das schädigt oder kann den Körper natürlich dann auch schädigen. Dementsprechend würde das auch niemand empfehlen, wie es hier steht. Ist natürlich dann eine blöde Sache. So. Grundsätzlich, wenn ihr auf die Waage geht und euer Gewicht dann vorher nachher nehmt, ist das meiste eben Wasser. Also hier wird eben auch gesagt, dass das wenigste davon eben irgendwie was anderes ist, wie Körperfett oder eben Muskelmasse oder so. Ihr verliert eigentlich hauptsächlich Wasser. Klar, Glykogenspeicher ist auch immer mit dabei, aber das sind ja dann auch äh, vielleicht gerade mal 300 bis 600 Gramm, je nach Person. Da macht man den Braten nicht mit Fett. So, zum Abschluss, Zusammenfassung, die Empfehlungen, die dann eben rausgegeben werden, genau das, was ich euch eben auch schon seit Jahren immer mal erzählt habe, nochmal alles hier zusammengefasst. Körpergewicht vor und nach dem Training, messen zu unterschiedlichen äh, Temperaturen, unterschiedlichen Intensitäten, äh, vielleicht auch Luftfeuchtigkeit oder so mal mit reinnehmen und einfach mal eine Tabelle machen, wo man einfach mal nach ein paar Trainingseinheiten sieht, okay, da gibt es eine Tendenz und dann kann ich das ja abschätzen. So, dann sollte ich darauf achten, dass ich nicht zu viel trinke, also Gewicht dazu gewinnen wäre ziemlich blöd. Das äh, wäre dann eben ein Problem mit dem Salzhaushalt, was ich dann habe. Man sollte eben im Durchschnitt darauf achten, dass man eben seine 400 bis 800 Milliliter dann irgendwie trifft, ne, damit man nicht zu viel trinkt, aber individuell. Dann sollte man eben ein bisschen auf das Körpergefühl achten, tun mir die Gelenke weh, bekomme ich Muskelkrämpfe, für, bekomme ich Kopfschmerzen, schlechte Durchblutung oder ähnliche Sachen, das wäre dann eben eine Sache, wo man auch ein bisschen gucken sollte, okay, ich habe jetzt zu viel oder zu wenig getrunken, dann sollte man das Ganze eben ähm, ja, maximal bei diesen 2 bis 3, 4 Prozent halten. Alles darüber ist eben dann ein bisschen schwierig. Äh, genauso wie hier und man sollte auch darauf achten eben was auf der Kleidung ist, Salz und so weiter, da kann man das eben so ein bisschen machen. Natürlich auch Cravings nach Salz können dann auftreten, wenn ich sehr viel Salzverlust habe, da muss ich dann eben ein bisschen Körpergefühl mit an den Tag bringen und äh, das Ganze entspannt angehen. So, dann klar, im Durchschnitt ist es so, dass Salz äh, bei vielen nicht den ausschlaggebenden äh, nicht das ausschlaggebende Mineral ist, was ausgeschüttet wird. Aber es gibt halt immer Ausnahmen und wie gesagt auch hier individuell einfach gucken und auch mal ein bisschen vorher nachher dann so ein bisschen auf den Salzhaushalt gucken. Ähm, wenn ihr jetzt natürlich Marathon lauft, solltet ihr euch auch nicht einen Tag vorher jetzt mit Salz vollhauen. Weil sonst steht ihr natürlich auch am nächsten Tag mit zwei Kilo mehr auf der Waage und habt dicke Finger, dicke Füße auch nicht so geil also mit Salz laden oder sowas ist auch eine blöde Idee da bringt ihr euren Haushalt durcheinander testet sowas immer vorher im Training nicht einen Tag vor dem Marathon sagen oh ich habe ja vielleicht zu wenig Salz ich haue jetzt noch eine Tüte Salzstangen rein dann steht ihr am Ende auch ziemlich doof da und auch hier experimentieren experimentieren mit verschiedenen Optionen einen Plan machen den werde ich euch auch fertig machen danach ein bisschen abarbeiten ein bisschen überlegen ein bisschen zusammenschreiben es ist eben auch so, dass man auch seinen eigenen Körper so ein bisschen tracken unter Kontrolle haben muss, wenn man dann eben Wettkämpfe macht und wirklich dann 100% rausholen möchte. Wenn man jetzt nur locker den Marathon überleben möchte, ist das überhaupt gar kein Problem. Da muss man jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber es macht ja auch am Ende Bock, mal so ein bisschen zu tracken, zu gucken, was macht mein Körper so individuell eigentlich so. Und darum geht es ja auch auf dem Kanal hier, dass wir so mal ein bisschen hinschauen. Was gibt es denn für tolle Sachen, was unser Körper so kann? Und euer Körper kann mit Sicherheit auch einige tolle Sachen, nämlich einen Daumen nach oben geben und kommentieren, wie es bei euch mit dem Salz aussieht. Ich habe ja schon oft darüber berichtet, Krämpfe, die ich oft bekomme und so. Ansonsten unterstützt auch gerne dieses Video entweder auf Patreon, da bekommt ihr dann noch mehr Informationen oder gerne natürlich auch per PayPal oder ähnliches. Ihr ein Kanalabo so könnt ihr auch da lassen oder ihr schaut eben, wenn ihr mal begleitet werden wollt von mir mit Ernährungscoaching oder einen Ernährungsplan wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen auf meiner homepage danielpoge.de und da können wir natürlich genau solche Sachen gehen wir dann auch gerne mal im detail durch und probieren da aus. Das war's mit diesem Video, bis dann.